So, und dann gehen wir jetzt in die Schwad rein. Ich mache die große jetzt als nächstes. Habt ihr schon fertig mit dem kleinen Feld? Ein kleines und jetzt gehe ich ins große rein. Kann ich da noch mal ein bisschen üben hier. Was für ein FUV fährst du? Bei dir hier 60, glaube ich. Und normalerweise bei mir in meinem Ellerbach 45. Warum 45? Weil das irgendwie, weiß nicht, es sieht schön aus, also mir gefällt's. Es ist alles immer irgendwo ein bisschen Ästhetik bei mir. Zumindest, na klar, immer, wie ich das schön finde. Naja. Alucard, danke dir also für den Follow. Also Chef, auf dieser Map ist hier mit großen Maschinen ist nicht so einfach. Ich habe auch schon Schiss, wie man danach... Also mit einem Dreiachs-Ladewagen würden wir da hinten auch nicht reinkommen, ne? Das wird spannend über die Brücke dann oder über diese... Allein hier wird das schon spannend mit zwei Anhängern rumzukommen. Mhm. Wieso haben wir die 100 eigentlich nicht gekauft? Ich weiß nicht, wir waren heute so spontan irgendwie, ich weiß nicht. So spontan? Ja komm, wir haben uns auch erst heute Mittag entschieden. Servus, was macht er mit 45? Wie mit 45? Was? Wer hat für einen Forge? Wir haben uns erst heute Mittag dafür entschieden, auf die Offroad zu wechseln. So, hoppla hopp. Könnte sein, dass die Gabel ein bisschen verbogen ist, ne? Oha. Hatten Sie etwa ein Malheur? Na. Nein, dass du mir das unterstellst, ist schon ein... Blasphemie. Ich frage nur an. Hallo, grüß dich. So, darf man hier. Ja, ich will jetzt auch mal auspassen. Ja, F10, FUV... 60 hast du, ne? Mhm. 60 geht ja eigentlich. Ja, das ist relativ Standard, oder? Ich glaube 70 ist Standard, oder? Und dann hauen wir jetzt die 45 rein. Das ist schon ein enormer Unterschied. Sitze ich ja vorne an der Scheibe. Dann. Jo. Mappi, ich wünsche dir was, ne? Pfiatti. Gute Woche dir, Mappi. Sind das jetzt eigentlich hier Ballen, die fest verbaut? Oh, das ist ja jo, das ist Deko. Ja, die könnte man aber auch, ne? Ich finde es aber gut. Mir gefällt es, wenn da ein bisschen was rumsteht, ja. Ja, die könnten ja auch rumstehen, aber trotzdem kannst du die ja nutzen. Ja, you know what I mean? Ja. Aber die Frage ist, kannst du Ballen auf die Farm-ID zuordnen? Das weiß ich nicht. Dann könntest du ja wieder jeder nehmen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber das machst du ja nicht. Machst du nicht? Kannst du auch sagen, Mensch, du kannst ja den anderen Hof sagen, hier, ich brauche mal 20 Bahnen. Ja, dann gibst du mir mal 200-300 Euro und dann kannst du dir die da 6, 8 Bahnen wegholen. Das sehe ich schon, der Schwabe, der kommt bei Nacht, lädt sie auf und verzieht sich wieder. Der Schwabe, der findet den Ding nicht mal bei Nacht. Hauptsache, es kostet nichts. Hauptsache, kostet nichts. Der Schwab. So richtig, der Schwab. Aber so richtig. So Leute, ich habe gehört, wir sollen hier mal ein bisschen pressen, ein bisschen mal die Rundballen in Form bringen. Oh. Haben wir uns nicht lumpen lassen und haben uns bei Klaus hier, bei Sebasuso, Agrartechniker, haben wir uns auch mal so Rotocat. Haben uns da mal nach. Kann das jemand nach Offlum liefern lassen? Nach Offlum. Das soll jetzt hier maximale Stärke im Beinbereich sein. Pressdruck 32, 132 Bar. Soll er aufgepresst werden. Danach kannst du damit auch einfach mal ein Haus einreißen. Auch als Abrissbirne kann man die dann nutzen, die Beine. Ja, in der XML oder mit einem Mod von Modhub, ja. Siehste, geht doch. Eigentlich kannst du doch jedem Scheiß. Alles, was du produzierst, musst du eine ID zuweisen können. Okay. Und Ballen kannst du ja auch, wenn die von deinem Hof gemacht werden, kriegen sie auch eine ID.
kannst ja spielerisch alles platzieren und dann. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Ja, Jan, das soll so. Weil ich muss ein bisschen mit dem Gegenwind und so arbeiten. Jan, was macht er denn? Ja, ich habe hier mal. Ich sollte mal testen, wie gut die Türdämpfer bei 60 km/h sind. Deswegen musste ich das hier einmal auflassen. Ne? Aber wisst ihr was? Ich fahre hier rum. Am SUV. Und das seht ihr denn? Was ist denn mal? Ja, ich habe auf Durchzug geschaltet. Zumal brauchen wir jetzt eigentlich hier noch. Nee, wir haben gar kein Garngelöt drin, ne? Das ist normalerweise zu Beginn, glaube ich, voll. Nee, ist nichts drin. Ist nichts drin? Automatisch Abdecken anschalten gibt das auch. So, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Ich habe in LS22 noch keine Ballen gepresst, also keine Rundballen. Ich verfahre ja auch mehr Sprit, als dass ich hier arbeite. Gib mir mein Kompagnon, der, ich habe ihn jetzt mal gemutet, arbeitet nur auf dem Feld die ganze Zeit. Also holt sich den geilen Scheiß ab und fährt dann vom Feld. Und mal kriegt ihr die ganze Kiste. Eine muss ja hier arbeiten. So. Aber hier eine Kurve, du Jogi, ich bin wieder da. WWB. Oh Jogi, hier, die Flächen müssen wir auch alle haben. Ich tue mir so ein bisschen schwer, in der Kurve drin das einzuschätzen. Da bleibt immer ein bisschen was liegen. Das tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Ja, aber wann? LS25. Jogi, das muss besser werden. Okay. Muss auch mal ein bisschen mit Emotionen jetzt. Also, ich glaube, du siehst das alles wie ein Spiel hier, ne? Ja. Da gucken Leute zu. Wo? Hier bei dir, bei mir, bei dir gucken, weiß nicht, 500 Leute bestimmt zu. Bei mir ist doch gar keiner. Die wollen wissen, bei dir sind welche. Hallo? Das sehe ich doch. Hallo? Nee, da ist keiner. Alles leer. Wir haben den 900er, ja. Guck mal hier, Ole. Moin, Ole Mignon, wie gerade da. Das ist schön, dass wir hier trainieren. Schön, ich habe noch den Schwupp dabei, den Yogi. Der kommt hier oben vom Himmel hin. Vielleicht kommt er da. Der ist da oben im Gebirge, da oben. Vom schönen Fleck Württemberg, oder wo ist das? Nee, wo ist das, wo du bist? Fast im Himmel, ja. Das Baden-Württemberg. Ja, der ist so ein bisschen hier ein paar hundert Meter über dem Kopf im Wächtor. Aber schier, dass du dort bist. LS28 klingt auch vernünftig, ja. Die Truppe. Der Truppe, genau, da kommt der Truppe, kommt aus Memmingen. Memmingen, aber das ist glaube ich schon Bayern, oder? Oi, nun geht das los, du. Pass auf, nun habe ich noch so einen alten Haudegen hier. Goldstück TV. Oha, schön. Das ist auch so einer. Den habe ich auch mal gespielt, der hat mich immer abgeschossen beim PUBG. Mit dem war ich auch schon Bohlen, hier auch mit Snickers. Kennst du Snickers noch von Argus Stonch? Nee. Gott, ich fühle mich so schlecht. Die berühmte Hand. Die berühmte Hand. Bei ihm hast du immer, der hatte so, war der erste Setup-Cam und der hatte nur eine Setup-Cam. Du sagst immer nur seine Hand. Den hast du so optisch nicht gesehen, aber wenn du die Hand dann hast du ihn erkannt. Danke dir für den Follow. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Du hast mich doch immer liegen lassen, du Knüppel. Ja, du musst das ja auch mal so sehen. Du warst der Prellbock, Goldstück. Also. Du hast dich halt für die Gemeinschaft geopfert. Ne? Hast du mir überlegen? Fall doch nicht erst hin, oder was? Ich verstehe nicht. Also, kannst du das nachvollziehen? Nee, ne? Nee. Aber Prellbock klingt jetzt aber auch nicht gerade so sympathisch, muss ich ehrlich gestehen. Wir waren da im Krieg, PUBG. Da gab es keine Sympathie. Sag mal, so vorgewendet? Was ist das? Ja, frag ich. Ja, was ist das? Na, ich habe doch meine Fehler schon selber eingestehen, ne? Oh, was ist denn hier los? Was ist los? Oh, das muss ich jetzt erstmal konfigurieren, dass ich den Ballen ausschmeiße. Steuerung Z. Aber da musst du immer um. Was ist das? Steuerung Z müsste das, glaube ich, sein. Beinpresse abstellen, Beifahrer wechseln, Bein abladen. Z ist das, die Steuerung. Z.
Aber wo mache ich das denn? Ja, pass auf, ich habe ja noch so viele Knöpfe auf meinem V-Hebel drauf, weißt du, kennst du das? So, und jetzt die Langbahn, oder? Was meint er? Was ist denn die direkte Funktion? Ich will natürlich schon zu wissen, was Z ist, ne? Gerätefunktion 3. Wo weißt du das denn schon wieder so schnell? Profi halt. Jetzt kommt. Nee, ist 4. Logitech Extreme 3D Pro, den hab ich doch gar nicht mehr. Oh. Guck, immer wieder in der Kurve drin. Es ist. Das. Da kriege ich nachher einen Anschiss, das weiß ich jetzt schon. Alter, hier kommen ja 18.000 Beine raus. Mhm. Dafür auf dem Großen nicht so viel. Zu Recht, Chris. Zu Recht. Kann ich hier nicht noch irgendwie die Größe der Presse ändern? Ja, normalerweise. Ich glaube, du kannst auf. Oh, wo kann es das? Ja, kannst du auf jeden Fall. Ich weiß nur, wie die Taste. Tut mir leid. I don't know. Nee, geht nicht mehr. Was mache ich denn hier für Ballen? Bestimmt 125, oder? The Clean. Ballen. 620 Kilo. Oh, das klingt nach den kleinen. Ja, aber ich kann ja nur die klein machen. Die Presse kann nur 125. Na, also. Sag ich da. Ist das halt so? Ja. Das ist, wie es ist. So, ich muss aber im SUV hier mal wieder auf 70 stellen. Das geht ja gar nicht. Serak, ich wünsche dir was, ne? Gute Woche noch. Genau, Ausrufe zeigen Multi, dann können wir Pressen gucken. Ja, ist aber ein bisschen langweilig, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Leute. Deswegen mache ich immer großpacken Ballen, weil da kannst du einfach so durchjuckeln, weißt du? Du, ich glaube, das ist kein Argument mit dem langweilig, weil das Spiel an sich ist ja für Außenstehende langweilig und der Rest kennt es ja. Ja, was meinst du, wie oft ich mir irgendwelche dummen Sprüche mal anhören muss? Von wem? Hätte ich am Wochenende eher nur. Mit einer Kartbahn hatte ich das am Wochenende erst. Meinte ich auch so, das kann ich nicht nachvollziehen, wie man sowas da die ganze Zeit Kartbahn sagt. So neben mir. Ja, so ist das, sag ich, mit deinem Trecker fahren abends. Stimmt, hast du recht. Absolut recht. Jo. Das habe ich mir vor kurzem auch gedacht, wenn so COD-Kids sagen, hier, wie kann man sowas nur? Wo ich mir dann wieder denke, was hat denn jetzt Call of Duty für eine größere Relevanz und eine Berechtigkeit da stundenlang hinzusitzen im Vergleich zum LS. Weil es cooler ist. Ach komm. Mit, ist ja geil damit, Leute abzuschießen und irgendwelche Skills oder Pay-to-Win-Geschichten haben. Grüß dich. Hier. Was machst du genau mit den Ballen? Mit den Ballen, die werden wir hier schön nachher noch wickeln. Und dann wird das unsere Silo-Geschichte. Weil wir haben ja noch nicht so viele. Wir fangen ja erstmal mit kleinen Jungtieren an. Und dann machen wir erstmal die Bäume. Also erstmal so kleine Bäume machen wir da rein, ey. Und dann fahren wir nachher noch mit dem Frontlader hier hin. Du hast gar keinen Frontlader, ist dir eigentlich aufgefallen? Ja, ich spekuliere noch auf einen zweiten Schlepper. Oder was? Teleskoplader oder so. Teleskoplader? Wofür brauchen wir? Wir brauchen auch keinen Teleskoplader. Brauchen wir einen Teleskoplader? Ich kann hier nachrüsten. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Lass uns mal überlegen, was bauen wir denn später noch? Hier, selber ausmisten ist nicht drin, ne? Nee, es ist anfangs geil, aber irgendwann ist es nervig. Wir hatten das im 19, also im 17er hatten wir das, glaube ich, auf der Rade ganz extrem. Ja. Und du bist nur noch am Misten. Ja gut, bei mir ist halt so, ich habe ja jetzt den Hof 1 fertig, da kriegst du
15 Tiere rein, also wirklich wenig. Und da macht es dann halt Sinn, wenn du viel nebenher machst, ausmisten, keine Ahnung, Milch mit dem Kleintransporter, Korn für die Hühner mit dem Schubkarre und so weiter, ne? So dieses Mikro. Mhm. Da macht es halt wirklich Sinn, finde ich zumindest. Kubota, naja, wenn der blöde Aufkleber weg wäre, dann würde ich den Kubota nehmen. Wie meinst du das? Achso, den Miniradlader da. Die haben einen Frontlader ja im DLC drin, aber da ist vorne dran an der Windschutzscheibe dieser riesige Schriftzug, der dir einfach die komplette Sicht versperrt. Was ist denn ein Glas nehmen? Können wir auch nehmen, ja. Für den Hof finde ich auch den kleinen Schäfer ganz geil. Ich denke, da werden wir mit Sicherheit wieder auf den Nenner kommen. Das Schöne ist ja, in einer guten Beziehung muss sich immer einer irgendwie zurücknehmen. Boah, mir wurde gerade richtig schlecht. Und nachdem der Chris ja auch eine holde Meinung hat, weiß er auch, wie das funktioniert. Ja, hey, happy wife, happy life. So ne? Sieht's aus. Mein Schatz. Der erste Tag ist schon fast rum hier, ne? Mhm. Wir haben 3 Tage eingestellt. Ach Gott, ich kann da nichts sagen. Meine Frau, die ist happy und ich bin auch happy. Das ist das Übliche, ne? Lass mal Ruhe. Da hat jeder was davon. Die hätten mir noch eine Pizza selber gemacht. Ey, Sam, die kann ich dann einen wunderschönen. Verdammt. Apropos, 23.18 Uhr. Unser Plan geht nicht auf, Chris. Ich hoffe nicht. Sam kommt gerade zu mir rein. Was? Sam kommt gerade zu mir rein. Oder Rainer, guten Abend, Hallöchen. Eigentlich wollen wir zu euch rüber, Mensch. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, nach dem Feld ist bei mir Feierabend. Ja, alles gut. Ich muss morgen früh los und komm wieder sonst nicht aus dem Bett. Ich will ja da noch was essen. Aber das läuft ja jetzt alles. Ja, das sieht doch gut aus. Oder? Sam, vielen lieben Dank für dein Raid. Na, und für euch alle gilt, guckt da gerne mal vorbei. Da seht ihr auf jeden Fall Realismus. Ah, ich weiß du was, ich glaube, ich werde mich später für einen 700er Fan noch entscheiden. Dann machen wir halt nur 500er und 700er. Ja, ist okay. Deswegen haben wir den mit drauf. Ja, und dann nehmen wir noch einen 500er Schwager. Guck mal, hier habe ich klein, irgendwie eine Spur ausgelassen. Also wegen mir können wir da gerne den dazu packen. Hier ist irgendwas schief gelaufen. Keine Ahnung. Was hängt jetzt schon wieder? Na, irgendwie habe ich hier. Ich höre immer nur, hier ist irgendwas kaputt, hier ist schief. Das ist Standard bei mir. Aber ich muss eigentlich auch mal morgen meine Setup-Cam hier wieder machen. Jo, mach mal, wir wollen ja den Joystick sehen. Alter, hier sind ganz schön viele Beine runtergekommen. Ne? Der wird mir wieder schimpfen mit den Bahnen. Krumm und schief. Wie viel hast du denn schon? 12, 13 Stück. Ja, einen schönen 500er vom Schnibbel. Also hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. Ja. Und für das Kleine ist nicht schlecht, ja. Wo bist du jetzt? Auf dem Großen, ne? Großes, ja. Machen wir vielleicht die Zwischenfläche hier mit Heu? Können wir machen, ja. Von der Menge her wird es auf jeden Fall reichen.
Houston ist geil. Ich habe ja seinen Ford jetzt auch mit auf die Ellerbach genommen. Der ist schon schier. Mhm. Ich habe ihn in grün gemacht. Das ist nicht dein fucking Ernst. Na doch, so ein bisschen mintgrün habe ich ihn. Den müssen wir ein bisschen fertig machen, den Kerl. Hier kommen nicht viele Beine raus? Ich weiß nicht, die Schwarz sieht im Verhältnis zum anderen schon. Hier kommen mindestens 100 Beine raus. Na. Doch, ich habe jetzt schon 2 Stück. Ja, gut, 125er. Ja. Ja, was sind die anderen dann für welche? 180? Ja, 250. Ja, kannst du ja schon mal einen Frontlader. Weil das wird eine Hardcore-Arbeit hier, die Beine zu wickeln. Ich mach das Vorgewinde kaputt, oder? Zumindest das hier ein bisschen. So. Schwaden ist eine Kunst. Ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gerade auch für einen Ladewagen, zum Beispiel, dass man die Ecken in realen so rausfährt, dass der Ladewagen in einem Zug rumfährt. Alles klar, Rainer. Danke dir. Dann sag mal liebe Grüße zurück. Weil da zum Beispiel auch zu enge Kurven kann der Ladewagen auch nicht fahren. Und weil du ja immer mit dem Trecker ein bisschen weiter ausholen musst, darfst du auch nicht zu dicht am Feld ran. Muss ich auslocken, obwohl er live war. Oh Mann, wir wollten ihn ja eigentlich raiden. Früher haben wir das zum Beispiel gemacht. Der einer ist mit einem Einkreisschwader vorgefahren, hat eine Bahn rübergezogen und dann bin ich mit einem Doppelschwader hinterhergefahren. Aber ich habe jetzt am Wochenende, hatten wir eine kleine Radtour gemacht und habe ich mir das Ganze mal so ein bisschen angeguckt zum Thema Fahrgassen. Und das, man sieht halt mal wieder, es gibt kein falsch und kein richtig. Denn bei uns haben die nur sozusagen die langen Bahnen, die Spur gemacht und das Vorgewinde sozusagen gar nicht. Und die fahren einfach immer in den Bestand rein vom Vorgewinde. Da ist nichts. Ja, weil du das nicht siehst. Ich sehe halt, da ist was gewachsen und die haben das niedergefahren. Deswegen, also ich glaube, da spart sich der Schwabe einfach das Saatgut für das Vorgewinde. Beziehungsweise für die Zeit für die Fahrgasse, so muss ich sagen. Ich glaube nicht. Ich habe mir das extra angeguckt. Weil die Fahrgasse ist auch dementsprechend da, damit du ja auch nachher wieder spritze und so. Jo. Also, ja, die Frage ist, wie groß die Flächen bei euch sind dann, ne? 2 Hektar, 3 Hektar. Da ist ja nicht viel bei uns. Das ist halt Vorschwarm mit einem Liner 5,5. Das finde ich wieder kacke, ne? Wir müssen diesen einen Mod, glaube ich, machen, dass wir bei jeder, dass wir auch bei 93% den Bein ausfahren lassen können. Jo, die gibt's ja jetzt im Mod ab. Mhm. So, dass du, wenn du anhältst, jetzt nicht noch einen Zentimeter vorfahren musst. Das geht bei dir beim Chat ab, du. Normal, hallo? Ich habe fleißige Schreiber. Bei mir sind sie alle eingeschlafen. Die genießen. Bei mir muss immer nachjustiert werden, deswegen. Die wissen, ohne die Hilfe von denen bin ich aufgeschmissen. GPS regelt das schon. Was, Groma, was los? Bin noch da, alle noch da. Oh, ich freue mich. Jungs, aber ich mache gleich Feierabend. Weil der alte Mann muss auch nochmal, der ist ja nicht so dynamisch wie dem Yogi. Really? Ne? Der alte Mann muss ja auch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe Bock, ich freue mich, schade aus, dass er das Montag weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Haben wir hier auf jeden Fall richtig schön zu tun. Mhm.
Ja, dann konfiguriere ich mir auch. Ich nenne das einfach Prolog-Trailer, nenne ich das. Oh. Ich nutze die Woche und versuche mal dieses Video, das lade ich mir jetzt einfach runter. Ich habe es nicht abgenommen, ich werde das von YouTube runter, von Twitch runterladen, ja, weil ich habe es nicht aufgenommen. Ich werde das erstmal so machen. Wenn das alles klappt, nehme ich nachher noch nebenbei auf. Ich habe mir ja extra so eine Terabyte SSD M2 genommen. Mhm. Aber erstmal so als Test. Na klar. Jetzt habe ich bloß vergessen, Thumbnails zu machen, Mann. Thumbnails sind immer diese Vorschaubilder, ne? Jo. Das Wichtigste. Ja? Na klar. Hast du doch gerade vorhin selber gesagt mit Mod im Mod Hub. Die Bilder sind das Wichtigste. Ja, ist da schon mal ein Fan auf dem Bild, dann läuft das schon mal. Ja. Und rote Pfeile, ganz wichtig. Wieso rote Pfeile? Oder hier dieses eigene Gesicht, so, oh mein Gott. Nee, das würde ich niemals machen. Doch, nee. Das gehört zum Business dazu. Ja, aber nicht bei mir. Wenn ich immer so machen würde wie alle anderen, ne. Ja, das ist halt, durch so ein Bild kannst du halt am besten darstellen, oh mein Gott, hier ist irgendwas Außergewöhnliches. Wie willst du das sonst darstellen? Die Überschrift liest keiner. Du, De Boer und Yogi, das ist schon außergewöhnlich. 1 Million Klicks, als ob. Boah, das wäre krass. Aber das habt ihr doch mit eurem Häckseln, ne? Da habt ihr nee. Schon. Okay. Nee, doch. Hatten wir 3 Millionen? Oder hat... Das wird mir heute noch empfohlen. Nee. Das war doch nicht Millionen. War das nicht 300.000? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird es mir immer wieder 380.000. Empfohlen. Keine Millionen Klicks, Alter. Das musst du jetzt mal schaffen. Nee, das Video, was 300 Millionen Klicks hat. So, fahren wir die Viecher auf dem Hof oder bleiben wir hier? Lass uns abholen von Hildegard und Gertrud. Ich bin am Überlegen, ob ich meine 2 Spuren hier noch kurz durchziehe. Ja, und dann kannst du ja nächstes Mal pressen, wenn du Bock hast. Ich hasse Pressen. Ich habe jetzt genug gepresst. Philipp, sowas war das auch nicht so. Das sagt mein Chef immer zu uns, wenn wir es fertig werden sollen, ja. Richtig so, bleib so wie du bist. Ja. Hey Master, grüß dich. Ziehen unser eigenes Ding durch oder was? Stell dir vor, jeder macht das so wie alle anderen. Dann passiert ja auch nichts Neues. Mhm. So. Wichtig ist, man muss hinter seiner Arbeit stehen und Spaß haben. Fertig. Ja, und vernünftig auch manchmal nicht. Also, Yogi, ne? Ich bin nur immer vernünftig. Die Arbeit vernünftig machen wir nicht. Hey, Kuma. So. Da. Das waren jetzt schon, wie viele Ballen haben wir jetzt? 32 Ballen haben wir jetzt schon, Alter. Oha. Oh, stehe ich im Weg? Oder? Nee, ich drehe eine Ehrenrunde, aber noch einmal. Willst du hier noch ein Thumbnail machen, so wie wir hier stehen? Soll ich noch ein bisschen Lenkrad einschlagen? Na, das Problem ist, du hast die Actioncam nicht mit drauf. Ja und? Da kriegst du nicht so schöne Bilder hin. Vertrau mir. Und HUD-Ausblenden hast auch nicht mit rein. Das müssen wir auch noch nachinvestieren. Boah. Minion. Mann, ist dem anstrengend. Nordschnee. Moinsen. Na komm, so wie du mir hier was beibringen kannst mit dem LS, kann ich ja, dir so ein bisschen definitiv. Ein paar Tricks ja. über YouTube zeigen. Typisch Schwabe. Ja. So, ich würde sagen, ich fahre auf den Hof. Jo, ich komme auch. Ja, dann können wir nächstes Mal nämlich wieder losfahren. Boah, ich finde meinen Schlepper schon richtig schnicke. So, ich folge Ihnen unauffällig. Aber ich hasse es immer so umzuswitchen. Ich habe mein HUD-Toggle. Und die Player-Action-Kamera, da weiß ich, was ich drücken muss. Los geht's. Er brettert hier mit 50. Wieso guckt ihr doch mal an, da ist doch nichts los, oder was? Hast du nicht gefedert, Kabine, oder was? Da habe ich gespart. Oh.
ist nur am Sparen, der Junge. Das ist ja auch kribbisch, ne? Also, einfach ist das nicht, hier rumzukommen. So, Leute, haben wir noch denn jemanden zum Raiden? Sag mal ehrlich. Hand aufs Herz. Wen können wir dann nehmen? Ich weiß nicht. Tobi, wann machst du denn mal den Stream an? Oh ja, Mapbau. So, die Westerade, ne? Wo ich jede Map für eintausche. Kennst du die? Nee, ne? Doch, natürlich kenne ich die. Oh, das, stell dir vor, die kommt nochmal. Oh, das wäre so. So wie viele das auch da wünschen, aber das wäre. Na, die gibt es ja in einer hässlichen Version. Man hatte ja, ja große Hoffnungen, aber na. Ja, wo die Gebäude und dann links waren. Ja. Ja. Nein, aus Tobis Feder. Ja, man sieht ja die Handschrift schon immer wieder. Stasano. Ostseeküste ist abgebrannt. Wir mussten umziehen. Oder wieso? Drohung TV. Dann wird sie nie wiederkommen. Dann wird sie nie wiederkommen. Ja. Ja, leider ist das so. Gott, wo macht man denn hier aus? So. Muss immer so bescheuert aussehen. Mit was? Na, wenn ich hier an die Fenster suche. Du kümmerst dich ja noch. Warum koppelst du den ab? Die brauchst du doch noch. Ich weiß auch nicht. Dass ein Hydraulikdruck ablassen kann, dass die Pumpe nicht so. Was? Unter Druck steht. Was? Dass ich einen Kolbenfresser im Getriebe bekomme oder so.